Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Pop- und Toy-Show. Ja, diese Woche habe ich auch wieder ein bisschen was an Toy-News für euch. Wir fangen aber wie immer mit den Pops und Funko-Produkten an. Deswegen geht es hier gleich los mit den Infinity Warps. Ja, das sind so Amalgams zwischen verschiedenen Charakteren von Marvel. Ja, ihr seht schon, Spider-Man, Moon Knight oder so, Loki und Hela, wollte ich schon sagen. Ja, ist richtig, glaube ich. Dann gibt es hier irgendwie Emma Frost, Wolverine Crossover und was nicht alles. Thor, Iron Man, was das Herz begehrt. Ja, so kann man natürlich neue Charaktere schaffen, so kann man natürlich neue Geschichten schaffen. Ist eine feine Sache. Aussehen tun die ganz witzig. Ich finde diesen Ghost Rider ganz cool, der da den Black Panther Crossover hat. Das sieht ganz nett aus. Für Marvel-Fans was Neues. Funko, immer wieder das Gleiche. Ne? Marvel, da kommt so viel Zeug raus, das ist Wahnsinn. Ich meine, gut, letzten Endes ist das jetzt keine Erfindung von Funko. Ne? Also diese Geschichten gibt's, das sind Comics. Ne? Und dementsprechend machen sie halt zu jedem Comic im Prinzip eine eigene Funko-Pop-Figur. Das ist ja schon ganz cool. Es sind zumindest mal neue Molds. Ne? Wenn es jetzt immer noch dieselben Molds wären, wo einfach nur eine andere Farbe dran ist und dann ist es ein neuer Charakter, wäre es vielleicht ein bisschen langweilig. Es gibt auch noch ein paar spezielle dazu, natürlich wie immer Exclusives, Amazon etc. etc. Dann hier GameStop im Funko Club da sozusagen. Und was nicht alles. Also ne, Funko Shop Exclusive und Walmart und Hot Topic und Target. Und wie immer ist es so, dass die hier in Deutschland auch rauskommen, aber man weiß noch nicht genau wo, zumindest zum Teil. Also möglicherweise ist das sogar schon bekannt, aber. Das ist dann immer so eine Sache, das ist dann meistens unter ferner Liefen. Das steht dann irgendwo drunter oder so. Manchmal gibt es ja sogar einen eigenen Glamshot dafür, wo dann nochmal erklärt wird, hey, hier, ne, das und das kommt da und da raus, aber oftmals halt einfach auch nicht. Aber normalerweise könnt ihr damit rechnen, dass jeder dieser Pops irgendwie verfügbar sein wird hier. Das sage ich immer mal wieder gern, weil manche sind da dann offensichtlich nicht so ganz firm in dieser Politik und wissen nicht, wie die Veröffentlichung weltweit ist. Und im Zweifelsfall bestellt ihr euch das aus Australien, da kriegt ihr es immer. Ne? Pop Culture hat alles da. Außer die Funko Shop Exclusives manchmal, aber meistens auch die. Ist dann nur ein anderer Sticker drauf. Aber ich weiß nicht, also viele sammeln ja die Sticker, ich persönlich sammle lieber die Pops. Außerdem finde ich den Pop Culture Sticker, diesen glänzenden Grün, total geil. Den finde ich super schick. Also der gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ja, was gibt's noch? Winnie Pooh als Biene. Ja, wenn ihr den noch nicht in eurem Leben habt, dann vielleicht bald, wenn ihr den dann braucht. Schade, dass Funko sich nicht dazu entschieden hat, irgendwie so Save the Bees draus zu machen und dann noch irgendwie 2 Cent pro Verkauf an irgendwelche glücklichen Bienenzüchter zu geben, weil Bienen, ihr wisst Bescheid, ne, das ist nicht so mehr das einfache Thema hierzulande und generell, die sind vom Aussterben bedroht und dann gibt es irgendwann keinen Honig mehr. Das wäre nicht gut, deswegen guckt Winnie Pooh auch sehr traurig und ja, ich weiß nicht. Könnt ihr da was mit anfangen? Ich finde den witzig und niedlich, aber ich denke mir auch so, ja, aber gut, es ist halt auch nichts für mich. Ihr seid Disney-Sammler, ich finde den süß, aber sammelt das nicht. Also von daher passt das schon. Das ist okay. Na, Winnie Pooh ist sowieso eine schwierige Sache. Ich mag viele Geschichten von Winnie Pooh jetzt auch nicht so besonders. Das ist einfach nicht mein Charakter. Außerdem ist das ziemlich deprimierend, wenn man sich mal die ganzen anderen Charaktere anguckt. Die haben nämlich alle eine psychische Störung. Ja, der eine hat ADHS, der andere hat Depressionen. Das macht einen doch auch traurig irgendwie. Ich meine, gut, das sind dann Analogien, wo man dann sagt, okay, spiegelt das wahre Leben wieder, na, und zeigt einem vielleicht auch Wege daraus. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber gut, das ginge dann zu sehr in die Psyche und in die Tiefe rein. Das lassen wir hier einfach mal. Deswegen machen wir weiter mit John Waters. Da sagen jetzt auch einige, wer? Who? John Waters ist, jemand, den man kennen könnte. Der hat viele dieser Filme gemacht, die damals so berühmt waren. In den 80er Jahren. Und so. Also diese Coming-of-Age-Filme sind so von ihm. Ne? Er hält ja auch den Flamingo in der Hand. Das sollte schon mal ein sicheres Zeichen sein. Na, und den sieht man auch ab und zu mal im Film. Ne? Man erkennt ihn immer an diesem dünnen Schnurrbärtchen, das er hat und diesen Augenring. Und es ist witzig, das haben sie hier bei der Figur auch gut umgesetzt. Also ich finde, man erkennt ihn tatsächlich sogar sehr gut. Es ist faszinierend, obwohl er fast nicht hager genug ist. Er müsste etwas dünner sein eigentlich. Ja, dann haben wir Bram Stoker für euch. Da wird es relativ schnell klar, was der gemacht hat, denn es steht auf seinem Buch drauf. Dracula, das ist der Autor von Dracula. Ja, ansonsten ist da nicht viel zu erzählen. Bram Stoker halt. Coole Sache das. Ja, dann haben wir Moon Pie.
Ja, wir kommen zu den Ad-Icons, zu den neuen. Und die sind ja auch ganz witzig. Den hier kenne ich theoretisch als Lady Cake. Das ist so ein runder Kuchen, ne, wo man abbeißt und hat man dann so eine weiße Creme drin und so und manchmal auch eine Kakaocreme. Finde ich lecker. Mag ich sehr gerne. Das gefällt mir gut. Die sind gut. Das ist cooles Zeug. Weiter geht's mit Fruity Pebbles. Ja. Da gibt's, wie bei dem anderen auch schon, dann tatsächlich auch immer noch einen Plüsch mit dazu. Also gibt bei fast allen hier noch einen Plüsch mit dazu. Also nicht mit dazu in der Packung, sondern den kann man dann auch kaufen. Und die Pops sind recht witzig. Also Fruity Pebbles ist natürlich lustig, weil das ist natürlich Fred Flintstone vorne drauf und Barney, was auch lustig ist. Es sind ja Fruity Pebbles, warum sind Fred und Barney vorne drauf? Es hat auf jeden Fall mit den Flintstones zu tun, deswegen wahrscheinlich, keine Ahnung. Und der hält dann halt auch noch die Schüssel in der Hand, das finde ich ganz süß. Also das ist ganz lustig gemacht, das gefällt mir gut. Also die Idee dahinter ist ganz süß. Ja, Kool-Aid, da gibt es jetzt auch was Neues, das ist so ein Headquarter-Ding. Kool-Aid ist ja, kennt ihr den Kool-Aid-Man, der durch die Wand bricht, das ist dieses Ding, das da vorne drauf ist, dieses rote Behältnis. Und das ist im Prinzip wie Quench, ihr kennt das, ihr kippt das ins Wasser und dann wird da buntes Wasser draus, das Geschmack hat. Ja, und das ist halt Kool-Aid und das ist die Grape-Variante, die wohl limitiert war zwischendurch. Ich meine, die gab es nicht jederzeit, also Grape war nicht so einfach zu kriegen von Kool-Aid und wurde dann auch wieder vom... Deswegen ist das Headquarter... Frag mich nicht. Ach, keine Ahnung. Na, vielleicht täuscht mich da auch meine Erinnerung. Aber naja. Dann haben wir Lucky Charms. Und da muss ich sagen, finde ich es fast ein bisschen schade, dass sie da wirklich diese ganz frühe, alte, optische Box genommen haben. Also es gibt von Lucky Charms einige fantastische Box-Artworks, die richtig schick sind und Bock auf Lucky Charms machen. Aber die hier ist jetzt wirklich alt. Also das ist wirklich so eine klassische Box, meine ich. Sieht halt sehr, sehr klassisch aus. Also der Leprechaun vorne drauf sieht noch nicht so aus, wie er aktuell aussieht. Gut, aber auch das ist eine feine Sache. Und der hat halt auch noch dieses Herz. Lucky Charms, da sind ja immer so Marshmallow-Herzen und so drin. Also so noch, ne? Ja, das gibt nicht einfach nur Frühstücksflocken in Amerika. Da brauchst du immer noch irgendein Extra mit drin. Also auch so optisch dann. Ja, dann gibt es Mac and Cheese. Das ist auch ganz groß von Kraft. Ja, auch da den Plüschi noch mit dazu. Ja, da stehen hier drauf. Macaroni mit Käse, das ist auch so typisch amerikanisch irgendwie. Schon witzig. Und auch das sieht gut aus mit dem Kochlevel. Finde ich gut. Also ich finde, die sehen alle großartig aus irgendwie. Diese neuen Figuren, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wer Ad-Icons sammelt, der wird auch seine wahre Freude dran haben. Dann gibt es White Castle. White Castle kenne ich primär aus Harold und Kumar. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese Kette White Castle nicht erst groß rausgekommen ist oder entstanden ist, nachdem es diesen Film gab, weil die wollen ja nach White Castle hin, um sich da irgendwie so einen Burger zu holen oder so, ne? Deswegen, das ist der ganze Hintergrund dieses Films und ich kannte die Kette vorher nicht, ich weiß nicht, ob es die vorher gab. Auf jeden Fall wollen die nach White Castle und da gibt es halt auch einen Pop zu. Ich weiß auch gar nicht, was der darstellen soll. Also ist das wirklich ein Cheeseburger oder so? Ich bin mir da nicht ganz sicher, könnte auch ein Taco sein oder so, keine Ahnung. Ich kann das nicht erkennen. Ich weiß nur, dass der seine eigene Box halt nach oben wegschiebt. Finde ich auch witzig, süß gemacht, gefällt mir. Finde ich eine coole Sache. Dann gibt es Hot Tamales. Das ist etwas, die liebe ich sehr. Das ist mit Zimt. Das sind im Prinzip wie Jelly Beans, nur mit Zimtgeschmack. Die haben auch eine gewisse Schärfe, die sind großartig. Na, da gibt es dann auch eine Packung zu und der guckt dann auch ein bisschen böse. Weil er ist scharf. Kann man machen. Und absolut überragend finde ich die hier. Das ist die Pringles-Dose. Das ist natürlich meisterlich. Das ist richtig geil. Pringles-Dose mit dem Schnurrbart auch fantastisch. Also na, und dem Chip in der Hand, also die finde ich wirklich großartig, ganz, ganz toll. Das ist wirklich was, wo ich sage, wow, das gefällt mir sehr, sehr gut. Würde ich witzig finden, wenn der auch als Soda-Can käme, aber dann eben als Pringles-Dose, wo man dann die Figur drin hat. Na, wo das dann so ein bisschen die Optik verändert. Also nicht ganz so die Standardoptik dieser Soda-Cans, sondern eben, na, ihr versteht, was ich meine. Na, kann man machen. Ja, und dann zum Schluss gibt es hier noch den Stereotypen Mexikaner von irgendeiner Kette mit der Chili-Soße in der Hand. Ja, sagt mir so gar nichts, finde ich jetzt auch im Vergleich zu allen anderen total belanglos. Na, deswegen machen wir einfach mal direkt weiter. Ja, das ist gemein, manchmal ist es so. Na, ja, wir haben G.I. Joe. Die sind jetzt auch nicht ganz neu, die wurden schon mal gezeigt, meine ich, eben weil das eben auch eine Grafik gab zur Toy Fair. G.I. Joe ist jetzt im Retro-Toys-Bereich. Ja, ist klar. Also alles, was so damals rauskam, kommt jetzt nochmal als Figuren raus. Ich bin gespannt, ob es auch Mask nochmal gibt, weil Retro-Toys, da gehören die einfach mit dazu. Ja, und G.I. Joe, das ist ja auch aus diesem Zeitraum sozusagen, war auch, glaube ich, eine Zeichentrickserie, die lief in Deutschland nicht wirklich. Also das lief ja hier unter Action Force. Und ich weiß, dass sie damals auf dem Sky Channel geguckt hat. Ich weiß aber nicht, ob es die auch in Deutschland gab zum Gucken. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich die hier je gesehen habe.
Kann aber sein, dass die immer noch auf RTL lief, ich weiß es nicht. Aber das hatte hier eher so ein Schattendasein, weil das war halt der All-American Hero. Ne? Das ist, ja. Dazu gibt es auch noch einen GameStop Exclusive Pop. Das ist der hier, das ist der Red Ninja, der Red Cobra Red Ninja. Ja, den gibt es dann auch noch. Schick. Kann man machen. Also, wer da Bock drauf hat, warum nicht? Ne? Ja, kommen wir zu den Soda Cans. Da gab es auch einiges Neues und zuerst habe ich hier einmal das Bild für euch vom Batman Who Laughs. Ist ja eine coole Comic-Story und da gibt es dann halt eine Soda Can von einem Batman zu, den es dann natürlich auch noch in Glow in the Dark gibt. Das ist dann die Chase-Variante. Das finde ich persönlich ganz, ganz cool. Das ist ein Schicker. Und es gab auch noch einige andere. Es gab noch einige andere, die zeige ich jetzt hier. Schaut mal, wir haben ja einmal Super Chicken. Ich glaube, das hieß Super Chicken, das Ding. Dann gibt es einmal Red Fink, den habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Dann hier den Affen von Umbrella Academy, der wurde auch schon mal gezeigt. Na, aber die anderen vier sind auf jeden Fall komplett neu. Und das ist einmal Danger Mouse unten. Na, sieht super aus. Danger Mouse finde ich schon mal ziemlich geil. Das, vor allem hätte ich nicht gedacht, dass es da mal was zu gibt. Wundert mich, weil ich glaube, einen Pop gibt es dazu noch nicht. Das wäre auch mal cool. Danger Mouse als Pop, den würde ich mir, glaube ich, vielleicht sogar, ich weiß es nicht, vielleicht hole ich mir den dann sogar. Na, ist halt klassisch. Danger Mouse war immer, hat immer Spaß gemacht. John Wick gibt es dann als Soda Can, einmal mit normaler Frisur und einmal mit zerzauselter Frisur als Chase. Kann man machen. Dann gibt es eine, finde ich, absolut überragende Figur, die in beiden Varianten, sowohl als Chase als auch als normale, super toll aussieht und das ist der Prinz John. Prinz John aus Robin Hood von Disney. Großartig, richtig, richtig toll. Also den finde ich fantastisch. Also da passt das auch. Das ist wahrscheinlich eine der besten Soda-Can-Figuren, die es bis jetzt gab. Punkt. Ja. Findet ihr nicht? Ich glaube doch. Ich glaube doch. Und als Disney-Fans sollte das auf jeden Fall was für euch sein. Also ich finde sie wirklich beide toll. Auch den Chase. Also ganz, ganz großartig. Gut gemacht, Funko. Da macht ihr mal einen guten Job. Ja, und dann gibt es noch einen Stan Lee als Superhelden, der dann auch in einer goldenen Variante kommt. Und so, und jetzt fängt es nämlich an. Es gibt von dieser Dose zwei verschiedene Varianten. Und die eine hat eine Auflage von 10.000 und die andere hat eine Auflage von 8.000. Einmal mit so einem roten Banner und einmal, glaube ich, mit einem blauen Banner. Und die eine ist für Europa gedacht und die andere für die USA. Und da fange ich doch langsam an, stutzig zu werden, weil diese Stückzahlengeschichten schon immer so ein bisschen shady waren bei Funko, ne? Gab es ja bei diesem Groot, bei diesem großen Groot gab es ja totale Diskrepanzen, weil die Leute der Meinung waren, dass der dann eben nicht auf 1500 limitiert ist, weil manche hatten eben diesen Sticker nicht mit drauf. Na, und dann wurde der Sticker nachgeliefert, war aber der falsche, war eben nicht der Sticker der mit dem alten Logo, sondern war der neue Sticker mit dem neuen Logo, was natürlich auch nicht stimmen kann. Und da gab es dann so ein paar Querelen und das ist jetzt das erste Mal, dass die sowas machen, dass sie halt sagen, okay, wir machen eine Auflage für Amerika und wir machen eine Auflage für den Rest der Welt oder für Europa. Wenn dem dann wirklich so ist, also man hat halt diese zwei verschiedenen Dosen gesehen mit der unterschiedlichen Limitierung. Ne? Aber im Prinzip heißt das ja dann, dass die Figur, weil die Figur bleibt dieselbe, dann nicht nur auf 10.000 limitiert ist, sondern auf 18.000, weil es gibt 18.000 mal diese Figur und entsprechend oft eben anteilig den Chase. Also, ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen kritisch, vor allem, weil das dann im Zweifelsfall wieder bedeutet, dass die Sammler aus Amerika die viel seltene Variante, ne, also die seltenere Variante mit den 8.000 ja vielleicht auch haben wollen und sagen wollen, oh Moment, der hat 10.000 bei uns in Amerika, aber der andere hat nur 8.000, da habe ich Bock drauf, da möchte ich lieber die Version mit den 8.000 auch noch haben. Und dann ist der dann seltener und vielleicht teurer und mehr wert. Das ist ja irgendwie auch irgendwie komisch, obwohl es dieselbe Figur bleibt, ja. Und ohne Dose kannst du es dann gar nicht mehr entscheiden. Ne? Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Keine Ahnung. Aber gut, sei es drum, Soda Cans ist eine super Sache. Ich finde, diesmal kommen ein paar schöne mit Danger Mouse und dem Prinz John. Das ist eine feine Sache. Ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Also ich bin sehr gespannt. Wobei ich mir da nicht so wahnsinnig viele von holen möchte, weil ich einfach den Platz nicht mehr habe. Vor allem, weil du da die Packung und die Figur einzeln brauchst. Das kannst du nicht. Das verbraucht viel Platz. Ja, damit bin ich durch mit den Pop- und Funko-Produkten-News. Schauen wir doch mal, was es bei den Toys noch so Interessantes gibt. Das Auge von Dr. Strange, ja, das Auge von Agamotto oder wie das Ding heißt. Ja, das ist so ein Teil, das leuchtet schön und das kommt halt im Rahmen der Marvel Legends Geschichte raus und ihr könnt das Ding da auch rausnehmen und so. Das hat aber also keine große andere Funktion. Also ich würde es witzig finden, wenn sowas dann auch noch irgendwie ein Radio wäre oder was weiß ich, ein USB-Stick, irgendwas, irgendeine Funktion außer schick aussehen. Frag mich nicht warum, aber so finde ich es dann halt so, ja, wer braucht das denn wirklich? Also, gut, gibt bestimmt Leute, die das brauchen. Ist auch eine tolle Sache. Ich finde es ja insgesamt ganz toll. Aber irgendwie denke ich mir so, ja, wozu?
Das ganze Ding sieht schick aus. Ich bin sogar der Meinung, da gibt es auch ein Standy zu, wo es drin steht. Der wird dann gleich mitgeliefert. Eine feine Sache. Und wer Cosplay machen will, der braucht sich das nicht selber bauen. Finde ich auch nicht verkehrt. Ja, bleiben wir bei den Marvel Legends. Der dicke Thor kommt. Ja, der dicke Thor. Der hat dann auch beide Geschichten dabei. Ne? Einmal den Mjolnir und einmal den Stormbreaker, hieß er, glaube ich. Ja. Und das sieht man hier jetzt auf dem Bild natürlich nicht, weil ich habe ein Bild rausgesucht, wo man die Figur vernünftig sieht, weil bei dem anderen Bild, da hat er das so vorm Körper, das sah dann ein bisschen komisch aus. Ist auf jeden Fall der Thor, der ein bisschen Übergewicht hat. Finde ich eigentlich ganz witzig, sieht super aus, die Rüstung steht ihm gut. Also, hey, dicken Superhelden, warum nicht? Na, ich glaube, im nächsten Film wird er wieder schmal sein. So ein Schmalhans. Also schmal nicht wirklich, also das meine ich so nicht, sondern hier muskulös. Na, die Muskeln hat er ja auch in der dicken Variante, nur halt dann noch den Schmierbauch mit dazu. Ja, das können nicht alle von sich behaupten. Ja, dann gibt es eine neue Wave von Marvel Legends Buff-Figuren. Und zwar baut ihr am Ende da den Ursa Major oder Ursa Major oder wie auch immer. Auch schick, die Figuren dazu sind allesamt so Varianten, so Iron Man-Anzüge und sowas in der Art und Weise. Ihr seht das auf dem Bild. Bisschen klein vielleicht, aber die Wave an sich hat sehr, sehr schicke Figuren mit dabei. Finde ich tatsächlich wirklich schön, unterschiedliche Farbgebungen und so, und dieser große Teddy, der ist natürlich auch fein, der Ursa. Also schick, schon schick. Also das ist wieder ein toller Buff. Die Buffs sind ja meistens irgendwie ziemlich geil. Finde ich persönlich ziemlich cool. Ja, dann haben wir wieder was zu G.I. Joe, und zwar zu Snake Eyes. Das dürften dann die Figuren zum nächsten Film sein, der da bald kommt, ne, der dann Snake Eyes heißen soll. So, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Spin-Off sozusagen, in Anführungsstrichen, ein Film, der halt Snake Eyes dann heißt. Ist einer der Charaktere aus G.I. Joe und der kriegt dann im Prinzip seinen eigenen Film. Und da gibt es dann halt ein paar Figuren zu. Finde ich auch ganz schick. Gefallen mir so ganz gut. Ist halt die typische Hasbro-Geschichte. Ne? Also die haben dann dieselbe Größe wie die Black Series oder die Marvel Legends-Figuren. Das ist alles dasselbe. Na, dieselben Bewegungspunkte wahrscheinlich auch und im Zweifelsfall auch dasselbe Zugehör. Also na, das nicht, aber das ist halt, ist halt, ihr kennt das schon, das ist nichts Neues für euch. Also die Figuren sind großartig, na, viele, viele Bewegungspunkte, hochwertig gemacht und so, tolle, tolle Molds, da machst du nichts falsch. Ne? So, und jetzt seht ihr mich auf einmal nicht mehr. Warum nicht? Weil das Bild so groß war und ich wollte es nicht in zwei Teile schneiden, weil ich das Bild so schick finde. Es kommen wieder neue Transformers zu War for Cybertron Kingdom raus, und zwar seht ihr hier einige sehr, sehr coole Dinger, und da gibt es ein paar bemerkenswerte Dinge. Zum einen ist ein Galvatron mit drauf, zum anderen ein Rodimus Prime. Das ist schon mal sehr bemerkenswert, denn es ist ja Kingdom und das Kingdom-Prinzip ist ja so ein bisschen Beast Wars. Und ihr seht auch, das ist so ein Bruch, Soundwave kommt da natürlich auch noch raus, so ein Bruch der Sache, ne? Dass da unterschiedliche Figurenarten sind, halt einmal die Dinosaurier oder diesen Skorpion hier auf dem Bild, ne? Oder sogar diesen verknöcherten Flugsaurier. Und halt einmal dann im Prinzip die modernen Transformer, wie ihr sie so kennt. Und was ich hier ganz, ganz besonders bemerkenswert finde, das ist etwas, das fällt einem im ersten Moment gar nicht so auf. Ihr seht im Hintergrund die Ark der Autobots. Ne, dieses große Raumschiff, mit dem sie auf die Erde gestürzt sind. Das ist ja auch ein Transformer und der kommt erstmalig als Figur auch raus. Ne, in dieser Form. Ich weiß nicht, ob allererstmalig, aber in dieser Reihe kommt er jetzt nochmal raus. Das gab es, glaube ich, bis jetzt nicht. Vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ich meine, das gab es bis jetzt noch nicht. Und das ist eine super Sache. Der wird dann wahrscheinlich auch eine vernünftige Größe haben. Ihr seht das ja hier. Tolles Ding. Und ich bin gespannt, wie ein Robotermodus aussieht. Ich habe nur ganz flüchtig auf so ein Bild geguckt. Ne? Aber das ist schon eine feine Sache. Also das finde ich cool, dass die Ark, die Arche der Transformers dann auch mal in Roboterform zu sehen sein wird. Und dann ja, könnt ihr euch da ein Diorama basteln, wo ihr die dann so reinsteckt. So wie hier halt im Prinzip. Ja, cooles Ding. Ja, dann, da bin ich wieder. Hey, Shattered Glass. Ja, das ist so eine Mirror-Mirror-Geschichte. Ihr kennt das mit Spiegeluniversen, wo Dinge anders sind. The What If. Na, falls alles anders gelaufen wäre. Und das ist wohl irgendwie eine Storyline, wo der Kampf zwischen Autobots und Decepticons irgendwie anders lief. Und die Autobots sind die Bösen, die Decepticons sind die Guten oder auch nicht und gewonnen haben. Aber die Decepticons, fragt mich nicht. Es ist auf jeden Fall eine Mirror-Geschichte, die halt ein bisschen was anders erzählt als das, was wir kennen. Finde ich eine interessante Sache, und da gibt es halt diesen Charakter hier. Ihr seht hier diesen Fahrzeugmodus. Na, sieht schon sehr, sehr spacey aus. Na, und der hat natürlich auch einen Robotermodus und der sieht auch ziemlich cool aus. Also das ist wieder so eine Optik, wo ich sage, boah, geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Keine Ahnung, ob da noch mehr kommt. Das ist jetzt recht frisch angekündigt worden, das Ding. Von daher weiß ich auch gar nicht, welche Klasse das ist, von der Größenordnung her. Ne, aber das ist schon schicker. Also der gefällt mir schon ganz gut und ich bin gespannt. Shattered Glass, das hat natürlich Potenzial ohne Ende. Na, da kann man sicherlich einiges Schönes machen. So, dann habe ich hier den Kollegen für euch, ja. Und das ist ein 19 Zoll großer Optimus Prime.
Und da gab es sogar ein Video von Jason Mewes und Kevin Smith, Silent Bob und Jay, ne, die den gezeigt haben, vorgestellt haben. Und der sieht ja mal richtig, richtig geil aus. Also das ist wirklich so ein ganz klassischer, komme ich sogar ins ein klassischer Optimus Prime von der Grundoptik her. Und der Trick an dem Ding ist, 19 Zoll, das hat schon mal ein Riese, der hat über 22 Sprachbefehle, ist komplett über App steuerbar mit Licht und Hupe und allem. Ja, er hat die Originalstimme von Peter Cullen mit dabei, der kann nämlich reden und der kann sich selber transformieren. Das heißt, du sagst zu dem Optimus Prime und dann sagt er, jo, verstanden, transformiere dich. Und dann kommt auch das Transformationsgeräusch und dann verwandelt er sich. Das finde ich mega geil. Hat allerdings auch seinen Preis. Das ganze Ding kostet einfach mal $700 und ist, glaube ich, im Pre-Order schon halbwegs sold out gewesen. Ich habe da zumindest was Leuten gehört. Also das ist natürlich ein Meisterding. Ne? Jetzt ist eigentlich die Frage, wer braucht das? Ja, ihr seht jetzt hier mal den Fahrzeugmodus. Schöne, klassische Optik von Optimus. Na, so richtig G1 und wie gesagt, der kann sich von alleine transformieren. Wie oft benutzt man das? Ist das was, was man dann in sein Leben integriert oder ist das was, was man einmal macht, dann ins Regal stellt und wenn Besuch kommt, nochmal einmal vorführt und dann wieder ins Regal stellt? Dann braucht man da keine 700 Euro für auszugeben, weil dann reicht auch theoretisch einer, der halt sowas nicht kann. Na? Für Kinder zum Spielen finde ich es tatsächlich ein bisschen teuer. Das ist wieder so ein Liebhaberstück. Ich weiß auch nicht, in welcher Stückzahl das rausgekommen ist, aber also, ja. Ich glaube nicht, dass ich ihn euch zeigen werde, aber das wird wohl nicht möglich sein. Nein, ich glaube nicht, dass Hasbro so weit geht und die an die Leute rausschickt. Aber das ist schon eine fantastische Geschichte. Also ich finde es super cool. Ich weiß eigentlich nicht, wer da wirklich die Zielgruppe ist, außer Leute, die viel Kohle haben und die einfach riesengroße Transformers-Fans sind, die, keine Ahnung, es ist wie mit so einem so sprechenden anderen Figürchen. Es ist halt die Frage, wie oft man das benutzt. Das ist dann zwei, dreimal lustig und dann stellt man es eh ins Regal. Ne? Gut, muss es aber auch geben. Also ich finde es toll. Ich finde es, wie gesagt, super toll. Ich weiß halt bloß nicht, wo da die Zielgruppe ist. So, dann haben wir das hier gesehen. Das sind kleine Minifiguren. Und zwar seht ihr hier die Verpackung Stay Puft. Das sagt euch was. Das ist Ghostbusters, ganz klar. So, und das sind so Mystery-Figuren. Die sind in so kleinen Dosen drin. Und ich finde die Dosen schon mal sehr, sehr schick. Und eigentlich sehr, super simpel von der Gestaltung her. Aber es ist halt mal was so, oh, Stay Puft, cool. Ne, und Mystery geht natürlich immer und die Figuren sehen dann ungefähr so aus. Das sind jetzt nur so ein paar, es gibt viel mehr, also da sind sehr, sehr viel mehr drin. Ich weiß auch nicht, wie groß die sind, ich vermute mal, die werden relativ klein sein, so groß, etwas größer als so ein Marshmallow. Na, sind zu dem neuen Film, muss man auch dazu sagen, ist zu dem neuen Film, wobei ich auch nicht glaube, dass man all das, was man hier als Figur hat, dann auch im Film sehen wird. Ja, oh, Spoiler-Alarm. Entschuldigt bitte, wenn ihr den Trailer nicht gesehen habt, habt ihr Pech gehabt. Es ist Stay Puft. Hat aber eben mit Ghostbusters zu tun. Ist ja nichts Neues. Ist ja, also Stay Puft gab es schon seit dem ersten Film. Na, und dass das Marshmallows sind, normalerweise der Stay Puft Marshmallow Man, das wisst ihr auch. Ne? Von daher finde ich das schon witzig, dass da solche Figuren kommen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Machen wir weiter mit den Masters of the Universe. Da ist auch was angekündigt worden. Zumindest haben wir nochmal einen Glamshot zugesehen zum Buzzsaw Hordak. Das ist eine Deluxe-Figur. Und ich dachte eigentlich, der Master Hordak hat eine andere Rüstungsfarbe. Hat er aber scheinbar nicht. Die ist nämlich tatsächlich auch noch in schwarz. Und das finde ich dann persönlich wieder super. Den werde ich mir dann vielleicht auch holen. Also ich habe den normalen, habe ich jetzt schon vorbestellt. Bei dem Master weiß ich noch nicht, aber der hat halt wieder einen Ersatzkopf dabei. Mit einem anderen Gesichtsausdruck. Das finde ich dann persönlich wieder super. Na, und da werde ich mal gucken. Also bis jetzt habe ich den noch nicht so zum Vorbestellen gesehen. Vielleicht gibt es ihn sogar irgendwo schon zum Vorbestellen. Aber die Läden, wo ich gucke, da war er jetzt noch nicht drin. Ich will auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ich warte jetzt auf Smith Toys im Prinzip, dass die den mal anbieten, vielleicht. Ja, das könnte man ja mal machen. Ja, finde ich super und als Deluxe-Figur auch eine tolle Sache und der kann dann halt hier aus seiner Brust hier so eine Säge rausschießen. Säge ist das eigentlich nicht, das ist eigentlich nur so. Ihr seht das ja auf dem Bild, ne? Das sind ja die Zubehörteile und diese kleinen Gelben, das ist das, was er dann aus der Brust rausschießt. Ja, was so, Hordak. Ich finde die Origins-Figuren sowieso geil. Genauso wie die hier, die sind auch ziemlich cool, sind aber schwer ranzukommen, weil die sind aktuell in den USA hauptsächlich nur zu kriegen und Walmart-exclusive. Das sind die Masters of the WWE. Ja, das, ihr seht schon, wir haben hier Sergeant Slaughter, wir haben hier Andre the Giant, wir haben hier noch ein paar mehr. Also das ist Bret Hart natürlich noch, ne? Und bei dem Kollegen, der die Spyco-Rüstung hat, habe ich jetzt leider den Namen nicht drauf. Tut mir leid, aber das sind auf jeden Fall vier Figuren, die da rauskommen und die ziemlich cool sind. Es ist halt, ne, so Masters of the Universe trifft WWE und das halt im Style der Origins-Figuren auch austauschbare Teile mit den Origins-Figuren. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr Bock habt,
auf bestimmte Körperteile oder auf die, schau mal, der Sergeant Slaughter hat ja die Rüstung von Man-at-Arms, da könntet ihr einem Man-at-Arms eine grüne Rüstung anlegen, wenn ihr das wollt. Also, oder könnt ihr neue Figuren gestalten. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ist eine super Idee und da gibt es halt auch schon einige. Nur ist halt nicht so einfach ranzukommen, ne? Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht, wie die in Deutschland vertrieben werden, ob da überhaupt schon irgendwas ist. In den USA halt nur bei Walmart. Da beschweren sich einige, die das schwer kriegen können. Aber ich finde sie witzig. Ich werde da keine von kaufen, aber witzig finde ich es trotzdem. Ja, The Loyal Subjects, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, haben ja Actionfiguren jetzt. Ne? Vorher hatten sie ja nur so kleine Figürchen, jetzt haben sie auch mal gesagt, wir machen mal ein bisschen bigger scale. Und da gibt es jetzt hier zum Beispiel diesen Kollegen hier, den Sauron. Na, auch ziemlich geil. Den Gandalf habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Also fantastische Figur auch wieder. Ne? Und die macht einiges her. Ich bin gespannt, wie die so qualitativ drauf sind. Na, obwohl bewegungstechnisch kennt sich Loyal Subjects aus. Die kleinen Masters-Figürchen, die waren ja auch schon voll beweglich und so. Hat allerdings oft das Problem, dass die Gelenke rausgeknackt sind oder mal was abgebrochen ist. Ich hoffe, dass das bei den großen Figuren nicht so ein Problem sein wird. Verpackungstechnisch sehen sie schick aus. Figur selber sieht schick aus. Müsste man nur mal in der Hand halten, wie wertig die jetzt rüberkommt. Ne? Aber das wird schon passen. Das ist halt auch typische Standardgröße für Actionfiguren und alles. Na, wird sich nahtlos einreihen in eure anderen Reihen, wenn ihr da irgendwas habt. Ja, dann noch was ganz Besonderes von Iron Studios. Eine Prime-Size-Figur, und zwar 1:3. Das heißt allerdings bei denen auch, dass die dann ungefähr so groß ist. Und zwar haben wir Tom und Jerry in einer fantastischen Pose. Frag mich nicht, wie teuer das Ding sein wird. Es wird auf jeden Fall viel Geld kosten. Ne, aber wer Fan ist, der hat da auf jeden Fall was Schönes dann. Die sehen super aus, super dynamisch alles. Also ich finde, Iron Studios, die haben das auch drauf, wenn es um Statuen geht, dass das richtig toll aussieht. Also die Designer machen da einen super Job. Finde ich mega geil. Tom und Jerry ist man eh großer Fan von, schon immer, ne, seit Kindertagen, und das finde ich natürlich ziemlich geil. Leider eben, wie gesagt, wahrscheinlich dann etwas teuer. Ne? Also nicht mal zu teuer, will ich nicht mal sagen, aber viele Sammler, die ich so kenne, die sammeln halt eher im Low-Budget-Bereich, ne? Mal so ein Funko-Pop für 15 Euro oder mal so eine Action-Figur für 20, 30 Euro. Aber dann so eine Statue für 1.000, 1.500 Euro sich hinzustellen, das ist dann schon was für wirkliche Collector. Ne? Das ist nicht einfach mal so hingestellt. Ne? Dementsprechend schon was Besonderes. Also, aber ich finde die ganz toll. Und Iron Studios ist eine Firma, die aus Brasilien kommt, die langsam, aber sicher hier immer mehr Zeug auf den Markt wirft. Und das ist eine coole Sache, dass es das gibt. Ja. Dann habe ich von LMZ gesehen. Und das ist so ein Ding, Around the World with Willy Fogg. Das kennen vielleicht noch viele von euch. Das ist eine Zeitreserie von damals. Und das ist so ein Dreier-Set, das zusammen rauskommt. Das sind auch Statuen, völlig unbeweglich. Ne, und das ganze Ding ist, soweit ich das verstanden habe, auf 180 Stück limitiert. Das heißt, da gibt es gar nicht mal wirklich viele von auf der Welt. Ne, preislich haben die natürlich auch eine gewisse Hausnummer, denke ich mal. Aber es ist halt wirklich auch sehr stark limitiert. Und ich weiß gar nicht, ob die noch zu kriegen sein werden. Also es kann sein, dass die sogar schon komplett ausverkauft sind. Ich weiß auch nicht, ob das so eine Kickstarter-Geschichte war oder nicht. Aber sie waren halt wirklich nur in dieser geringen Stückzahl verfügbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Schlag mich tot. Manchmal, man liest dann was und sagt, okay, finde ich total interessant, und dann mache ich hier die Show und habe diese Daten aber nicht mehr vorliegen, ne, und muss das dann aus dem Gedächtnis wieder erzählen und dann kann durchaus mal was durcheinander kommen. Aber ich bin der Meinung, das ist so, dass die wirklich so stark limitiert sind. Na, aber interessant. Ist natürlich auch ein besonderes Liebhaberstück. Ich glaube, da gibt es zwar Fans von, aber eben nicht die Weltmenge an Fans, dass sowas halt einen großen Release braucht. Das geht auch mit 180 Stück. Ne? 180. Wird wahrscheinlich reichen, um den Weltmarkt einigermaßen zu befriedigen. Finde ich aber schön. Und von der Firma selber habe ich so viel jetzt noch nicht gehört. Mal sehen, ob da noch irgendwas anderes kommt dann irgendwann. Vielleicht in größeren Stückzahlen von Sachen, die noch interessanter sind. Es gab ja damals so einige Zeichentrickserien, die super rüberkamen. Ja, zum Abschluss kehren wir noch einmal zurück in die Welt der Masters of the Universe. Und zwar in die 2000X-er-Welt. Ja, denn Mondo hat wieder zugeschlagen und hat einen Keldor angekündigt und auch schon zum Pre-Order da gehabt. Am 13. April oder so. Und ich glaube, der ist auch schon wieder komplett weg. Also den musste man auch sehr schnell vorbestellen. Ich habe ihn tatsächlich wieder leider mal nicht vorbestellt. Ich hoffe allerdings, dass unsere deutschen Händler da rankommen und ich dann die Möglichkeit habe, den vielleicht noch zu kriegen. Eigentlich würde ich mir sowas ja auch nicht kaufen, weil die Dinger kosten so zwischen 180 und 250 Mark. Euro. Mark, Alter. Wo bin ich denn gelandet? aber das ist auf jeden Fall eine super, super coole Figur. Keldor. Na, und Keldor ist ja aus der 2000X-er-Reihe. Ne? Im Prinzip Skeletor, bevor er Skeletor wurde. Na, mit diesen Doppelschwertern, das finde ich schon mal super, super geil. Und bei Keldor ist es aus irgendeinem Grund immer so, dass die Figur so gestaltet wurde, dass da der Mini-Comic-Kopf
mit dabei liegt. Und zwar wie Skeletor aussah in den frühen Minicomics mit diesem extra Kopf. Und der ist hier auch mit dabei und das wäre natürlich eine tolle Art. Den alten Skeletor kriegt ihr ja schon kaum noch zu vernünftigen Preisen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, zumindest diesen Skeletor zu bekommen. Hoffentlich. Na, und dann könnt ihr da diesen Kopf draufsetzen. Mega geil. Wobei, ihr seht schon, da ist auch ein Kopf bei mit Flammen. Und der sieht natürlich noch geiler aus. Ich denke mal, das soll wohl der Moment sein, wo er die Säure ins Gesicht kriegt oder was auch immer. Und dann, na, das sieht natürlich auch richtig, richtig cool aus. Da wüsste ich tatsächlich noch gar nicht, mit welchem Kopf ich ihn displaye. Aber ich glaube wahrscheinlich mit dem Skeletor-Kopf. Obwohl der Brände sieht auch schon ziemlich gut aus. Ne? Ist eine geile Figur, auf jeden Fall. Und mit Sicherheit ihr Geld auf jeden Fall wert. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da wirklich mit mir am Hadern, weil ich habe ja nun eine andere Mondo-Figur hier im Hause. Das Video dazu dürfte noch nicht auf dem Kanal sein. Das könnt ihr euch die Tage mal angucken. Ja, sehr spannend. Kleiner Spoiler schon mal. Ja. Gut, das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich hatte wie immer ein bisschen Spaß dabei, ein bisschen viel Spaß. Ist immer lustig, ne? Euch die neuesten Dinge vorzustellen, die mir so ins Auge gefallen sind. Das ist längst nicht alles. Es gibt natürlich immer mehr Zeug zu sehen, aber das sind so meine Auswahl. Das ist so Mike's Collection von Dingen, gerade bei den Toys, die ich gerade interessant und toll fand, die ich gesehen habe, über die ich gestolpert bin und wo ich sagte, oh, da musst du mal ein bisschen drüber berichten. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da. Drückt mir mal, wie gesagt, noch ein paar Kommentare rein. Drückt mal auf die Benachrichtigungsglocke, damit ihr auch immer die Videos vorgeschlagen kriegt, dass ihr wisst Bescheid, ne? Und dann wieder anschalten. Ich freue mich. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.